Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Rayman Legends und ja, wir machen weiter mit den nächsten Leveln. Wir schauen nochmal gerade, was wir hier noch so alles vor uns haben und das ist doch einiges. Da wollen wir jetzt auch nochmal ein bisschen Gas geben. Das Let's Play von Lost Planet 3 ist nämlich auch in Kürze vorbei und zwar genau morgen. Da kommen die letzten 4 Folgen an einem Stück raus und da wird das Let's Play beendet und dann werden wir auch wieder ein bisschen mehr Rayman sehen. Also mindestens 2 Folgen am Tag wollte ich dann schon rausgeben und zusätzlich kommt dann auch noch ein neues Let's Play wieder raus. Das wird auch heute dann schon rauskommen. Da könnt ihr dann auch schon gespannt sein. Das wird ungefähr so gegen, ja, abends gegen 20 Uhr wird das rauskommen und dann die nächsten Tage immer mal eine Folge am Tag. So, jetzt machen wir hier aber erstmal weiter mit dem Glückslos und schauen erstmal raus, was dabei rumgekommen ist. Gelb, Gemälde, rosa, nochmal gelb und nochmal gelb und das sieht auch nochmal nach gelb aus. Jawohl, das gibt 1000 Looms. Da können wir uns eigentlich dann nochmal einen neuen Charakter besorgen. Die hier haben wir jetzt schon. Ah, und ich sollte dieses hochspringen lassen. Das wollte ich gar nicht. So, ach, nochmal einmal hier hin. Und dann laufen wir hier jetzt nochmal kurz rüber. Und besorgen uns nochmal ganz flott neue Charaktere. Die finden wir ja hier bei den Heroes. Und dann schauen wir mal, was wir denn da Neues haben. So, den hier. Rayman wollte einst seinen Freund einem Streich spielen und bat Vodo-Mama, ihn in Globox zu verwandeln. Leider hat er vergessen zu fragen, wie man den Zauber wieder rückgängig macht. Raybox nennt sich der. Ja, nehmen wir. Ach, wie gesagt, das mit den Hochspringen sollte man tunlichst lassen. So, bei 28.000 gibt es auch schon wieder den nächsten Charakter. Den nehmen wir hier jetzt aber erst einmal und starten dann endlich mal ins neue Level. Hier sind wir durch. Ich weiß nicht, hier sind wir, glaube ich, noch bei. Da fehlen uns auch noch einige von den blauen Gesellen. So, schauen wir gerade mal hier. Das haben wir auch. Hier geht's dann weiter. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, können wir hier auch wieder jemanden freischalten. Jawohl, so sieht's aus. Gut, dann schauen wir einfach mal, was uns hier erwartet. Halt in der Luft A gedrückt, um zu gleiten. Ja, das ist mir schon fast klar. Also, hier ist ein Level, wo man wieder runterfliegt. Und ich versuche hier auch möglichst alle Looms mitzunehmen. Au, 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 nicht zu schnell. Wir wollen es nicht übertreiben. So, und bisher haben wir fast das Maximum hier rausgeholt. Sieht sehr gut aus. Oh, das schaffen wir nicht ganz, aber das ist nicht so schlimm. Na, schade. Uiu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 i. So, haben wir hier irgendwas? Ja. Looms 93 sieht ja eigentlich ganz gut aus. Hier unten, ach, guck mal, da oben hing jetzt einer. Da muss ich gerade mal gucken, ob wir da nochmal wieder rankommen. Ja, doch, das klappt. Gut, so, hier haben wir noch eine Nuss. Die nehmen wir auch noch mit. Gut, und dann geht's wieder weiter. In die Tiefe. Und jetzt müssen wir so ein bisschen hier auf die Dornen nämlich aufpassen. Ja, genau. Also, das ist schon ziemlich spaßig. Man muss sich zwar wirklich, wirklich viel konzentrieren. Nicht nur darauf, dass man nicht stirbt, sondern auch darauf, dass ob irgendwo versteckte Dinge sein können. Versteckte, ja, Gegenstände oder Türen oder sonst irgendwie was, Gänge. Da muss man immer gucken, wenn man hier wirklich alles mitnehmen möchte, dann ist das doch schon fast stressig. Aber an sich, wenn man sich darauf, ja, wenn man eigentlich nur überleben möchte, dann ist das Spiel wirklich genial. So,
So, ach komm, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen, dass da Dornen sind, aber wir starten hier direkt wieder, haben also keine Zeit verloren. So, und wenn wir hier ordentlich ausholen, dann kommen wir da auch ran. So, dann haben wir doch schon mal 2 von 3, das sieht ja schon mal richtig gut aus. Und den letzten, den werden wir wohl auch noch kriegen. Oh, das war ganz schön knapp, meine Herren. Hier ist ja richtig Betrieb. So, kurz und schmerzlos. Und da haben wir auch Numero 3. Ja, wunderbar. Das hat doch schon mal gut geklappt. Und vor allem auch richtig zügig. Und auch von denen reicht es nicht ganz zum goldenen Pokal. Schade, aber das Los haben wir uns gesichert. Ja, 13 haben uns gefehlt. Schade, hätte ich das gewusst, dass das so knapp war, hätte ich hier und da nochmal ein bisschen was mehr mitgenommen. Aber wir haben eigentlich uns schon Mühe gegeben, dass wir hier möglichst viel mitkriegen. Gut, es geht ja auch nicht darum. Also, alles zu 100% machen werde ich wohl nicht. Das gucke ich dann, welche Projekte ich dann habe. So, 5. Genialitätsstufe erreicht. Super. So, die gute. Ja, ich weiß nicht. Nehmen wir die mal. Eigentlich habe ich da nicht so viel Lust drauf. Ah, nehmen wir die einfach, bis wir 28.000 Looms haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es jetzt gerade im Moment sind. Wir kümmern uns hier aber nochmal einmal um das Glückslos. So, gelb, Gemälde, blau. Und Gemälde, und da ist auch schon das nächste. Dann können wir das eigentlich auch direkt machen. Tückische Winde. Ja, dann gehen wir da gleich mal hin. Das sind, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, aus dem Rayman Origins Level. Ach komm, schade. Aber wir haben sowieso das Herz hier. Gut. So, hier ist schon mal eine Stelle, wo man meinen könnte, dass es hier... Okay. Kein Geheimgang gibt. Schade. So, jetzt hauen wir es hier aber nochmal eben ganz kurz weg. Und guten Flug. So, dieser Kugelfisch, der ist mit Sicherheit nicht so lieb. Gut. Ah. Boah, das Level ist echt kompliziert hier gerade. So, und hier haben wir auch noch... Nee, da geht's weiter. Na, holen wir es irgendwann nochmal ein, so. Jawohl. So, und dann machen wir hier mal weiter. Oje, 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 oje. Autsch. Autsch. Ach man, das war jetzt total dämlich. So, das machen wir hier erstmal an. So, und das sah doch besser aus. So, die Münze, die holen wir uns natürlich auch. So, das sind nämlich immer gute 25 Looms. Die sind eigentlich zwingend notwendig, dass man die mitnimmt. Moment. Ich würde hier gerne auch noch... So, das sieht doch tückisch aus hier links. Da geht's doch bestimmt hoch.
Und so ist es. Also sowas übersieht man ganz gerne mal. Da muss man immer drauf achten. Ja, da müssen wir hier erstmal zusehen, dass wir diese Vögel da wegkriegen. So. Na, war nur ein Vogel, wunderbar, dann haben wir den auch. Gut. Dann geht's doch gleich mal weiter. Ach, shit. Na, dann nehmen wir den halt auch noch mit. Ah. Nee, die kriegen wir nicht mehr. Ah, gut. Ach, komm schon, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt hier einmal rüber. Jetzt hier einmal. So, hätten wir auch einfach haben können. Aber ab zum nächsten Raum. So, hier muss man natürlich auch ganz gewaltig aufpassen, dass wir hier nicht gegen diese Stacheldinger gegenkommen. So, da links, da sieht schon wieder, das sieht schon wieder so aus, als wenn wir da etwas mitnehmen können. Na. Haben wir tatsächlich alle gekriegt? Wahnsinn. So, hier unten, genau, da haben wir wieder ein Männchen. Das nehmen wir natürlich mit. Denn mit diesen Männchen können wir dann am Ende neue Level freischalten. Uiuiuiui. Ach, shit. So, einmal, zweimal noch. Die nehmen wir auch ganz gerne noch mit. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht reingehen. Wir haben sowieso schon ein extra Leben noch. Ach, shit. Shit, 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 shit. So, die nehmen wir aber noch beide mit. So, wo ist der Käfig? Da haben wir ihn. Und dann geht's mal weiter. Ja, sieht so aus, als hätten wir hier einen unterwegs vergessen, den ersten. Aber gut, wie gesagt, wir müssen hier nicht alles zu 100% machen. Wir wollen uns die Level angucken, die Atmosphäre, die Musik, die Bilder. Das ist alles wunderbar. Oh, wow, 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 aufpassen. So, da geht's nämlich schon mit dem Sammeln auf der rechten Seite weiter. So, hier ist wieder so ein versteckter Bereich, der war diesmal aber ziemlich offensichtlich. Oh mein Gott. Im versteckten Bereich, in einem versteckten Bereich? Ne, das wär's ja auch noch. So, wenn man einmal den Rhythmus draußen hat, dann ist es gar kein Thema. Gut, haben wir's auch. So, dann geht's mal hier weiter. In dem nächsten Raum. So, das Herz, ja, brauchen wir glaube ich gar nicht. Okay, also es geht auf jeden Fall nach oben, dann wollen wir hier unten gar nicht. Ja, doch, wollen wir doch reingucken, also da muss man immer ein bisschen aufmerksam sein, aber auch aufpassen, dass man hier nicht irgendwie denn irgendwo runterfällt, was einem denn umbringt. Oh shit. Schade, schade.
So, da haben wir jetzt aber wieder unser Extra-Leben. Ach komm, wieso bin ich denn da jetzt daneben? Na gut, hier gibt's... Ach Mist, so schnell geht das. Selbst wenn man noch so ein Herz dabei hat. Also das geht wirklich manchmal richtig schnell, dass man es einfach vergeigt. So, diesmal machen wir es ein bisschen besser hoffentlich. So, also hier, 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 hier. Und jetzt ist die Lücke hier auch deutlich größer, dass wir hier die Münze mitnehmen können. Dann gucken wir hier rechts auch nochmal ganz kurz. Hier ist so ein Zack. Ah, den da oben. Na, ob es das jetzt wert war, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube, hier unten haben wir noch ein Herz, ne? Ja, uiuiui, das war knapp. So, jetzt aber mal weg hier. Ach, guck mal hier, da wäre auch noch eins gewesen. Ach komm, das ist doch ein Witz, dass die einen dann zweimal direkt erwischen. Ach Mann, 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 das ist jetzt unnötig gewesen. Na gut, so, jetzt einfach nochmal ein bisschen schneller hier durch. So. Oh, das war doof. Wollte ich gar nicht. Ach komm, den Sack da lassen wir jetzt mal in Ruhe. Das lohnt sich sowieso nicht so richtig. Guck und zack. So leicht geht's, dass man hier wirklich dann drauf geht. Also das ist jetzt doch schon ein bisschen nervig, diese Stelle mit diesen Toren, weil man das eine Leben verliert, das Herz, und dann mehr oder weniger dann in das andere direkt mit reinfällt. Das ist gar nicht so einfach. Also vielleicht sind wir hier jetzt einfach ein bisschen zu gierig. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz, bis hier die einmal rum sind. Ach Mensch. Und wenn es nicht klappt, dann wird man dann auch irgendwann hektisch. Und dann klappt es sowieso nicht. So, wir begnügen uns hier mal. Aber die Münze, die würde ich schon ganz gerne mitnehmen. 25 ist doch schon eine ganze Menge. Okay, aufpassen. Das kann passieren. Hier gibt es aber nämlich direkt das nächste Herz wieder. Ja. Ach, guck mal, wir haben sogar überlebt. Wunderbar. Das fühlte sich erst wieder so an, als hätten wir... die zweimal berührt. So, und ich traue mich jetzt gar nicht hier rein. Jetzt warten wir hier einfach mal. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Springt die hoch, meine Herren. So, und jetzt sieh zu, dass wir hier den Checkpoint erreichen, damit wir hier endlich mal ein bisschen wegkommen. Wunderbar, also hat es doch noch ganz gut geklappt. 575, 600 wäre besser, ehrlich gesagt. Aber hier ist leider Ende. So, schade, aber okay. Interessantes Level, aber doch ganz schön anstrengend gewesen. Leider haben wir ein... Ach, guck mal, da haben wir doch noch was dazu bekommen. Also, dann haben wir zumindest den goldenen Pokal. Aber ein Männchen, das erste hat uns gefehlt. Aber das ist schon in Ordnung. So, goldener Pokal ist nämlich auch nicht so schlecht. Gut, Dünen der Didgeridoos. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und zwar mit der himmlischen Sonate. Ach Quatsch, gar nicht. Das ist ja hier für die... Das sind ja hier die Bilder, die Gemälde. Sondern weiter geht es natürlich... Hä? Ne, eine Ebene müssen wir noch weiter zurück.
Ich wollte doch gerade sagen. Also, wir machen in der nächsten Folge als erstes denn nochmal dieses Rubbel los. Und danach machen wir dann hier vorne rechts bei dem Bereich weiter. Und zwar genau genommen, nämlich hier. Gut, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid hier bei Rayman Legends. Bis dann!